So, heute zeige ich euch mal, wie die Blüte einer Bananenstaude aussieht und wie die Bananen entstehen. Also, ihr seht hier die Blüte, das ist dieses Riesenteil. Und was ihr auf der Seite seht, also ein bisschen mehr von hier, man sieht es leider in dem Licht nicht so gut, weil die Sonne heute richtig gut scheint und da unter dem Blatt auch, das sind die Nachwuchsbananen. Diese Blätter fallen dann später ab. Und das, was ihr da entstehen seht, sind eben die Bananen. Und diese Blüte, die wächst jetzt also von oben jetzt weiter nach unten und unter jedem Blatt, das sich ausbreitet, entsteht eben hier so eine Traube Bananen. Und die Blätter fallen ab und dann sieht es, ich zeige es euch mal an der anderen aus, die jetzt schon viel weiter ist. Dann sieht es dann hier derart aus. Ja, hier hat man die Bananen. Die wachsen Richtung Sonne und ihr seht hier, da sind die Bananen nichts geworden, weil die Staude nicht gegossen wurde, bevor ich kam. Und hier unten ist dann die Blüte und unter jedem dieser Blätter, ich zeige es euch mal hier, wären theoretisch Bananen entstanden. Seht ihr hier und unter diesem Blatt hier. Hier sieht man es vielleicht noch ein bisschen. Ja, das wären Bananen geworden, wenn die Pflanze genug Wasser bekommen hat. Aber hier oben seht ihr meine allererste Bananenernte, die ich haben werde sozusagen. Das sind so gut 20, 25 Stück, würde ich sagen. Und die brauchen jetzt wohl noch, hat man mir gesagt, einen Monat ungefähr, bis man sie vom Baum nehmen kann. Die reifen dann nicht am Baum, sondern man muss abschneiden und dann irgendwo hinhängen und dann nachreifen lassen. Ja, ich werde berichten, wenn es soweit ist. Bis bald im nächsten Video über Paraguay.